alt. Du willst es einfach nicht verstehen, oder? Du weißt doch, wer der Weihnachtsmann ist. Zwergatune? Zwergatune? Geht mal raus und seht es euch an. Das Haus sieht so schön aus. Jetzt sieh dir das an. Ich dachte, ich hätte die Klappe geschlossen. So. Und ich werde gleich deine Klappe schließen. Gut, gut. Na dann schauen wir mal, was im Sack ist. Ich wette, du weißt alles. Alles? Ich? Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich meine über den Weihnachtsmann. Ach so, über den. Ja, natürlich, über den weiß ich eine Menge. Okay. Spielst du jetzt mit mir so eine Art Quiz? Na dann. Wie heißt der Weihnachtsmann in Schweden? Der Weihnachtsmann in Schweden? Ich glaube, der heißt dort Jultomten? Falsch? Richtig. Ah. Und wie heißt der Weihnachtsmann in England? Der Weihnachtsmann in England? Dort nennt man ihn Father Christmas. Father Christmas. Richtig. Ja. Was sagt man in Frankreich? Weißt du das auch? Frankreich, das weiß ich. Da sagt man, wie war das noch? Père Noël. Mademoiselle en France. Oui? Richtig. Ja! Großartig. Und in Russland, weißt du das? Da heißt der Väterchen Frost. Jed Moros. Jed Moros. Ich sing was. Kalinka, kalinka moja, kalinka, kalinka, kalinka moja, kalinka, kalinka, kalinka moja. Ja. Könntest du mir bitte erklären, was du da kopfüber an unserer Decke machst? Hey, ich mach doch gar nichts. Ich häng doch einfach nur hier. Papa ist der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Mit deinem Weihnachtsfimmel ruinierst du noch das ganze Fest. Feiern wir keine Weihnachten, Papa? Doch. Nein! Mama klingt, als würde sie sich ärgern. Hallo? Tischler Andersen. Weihnachtsmann. Ja, ein netter kleiner Witz. Ja, wirklich nett. Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich besuche deine Kinder und du meine. Schön. Frohe Weihnachten.